Weil man kann einfach nicht per se behaupten, dass Algerien, dass Marokko und Tunesien sicher sind. Es gibt viele Gründe, warum Frauen dort verfolgt werden, warum schwule Lesben dort verfolgt werden. 10.000 sind ertrunken seit 2015. Und was ist die Reaktion auf diesem Gipfel in Paris, dass man jetzt anfängt, mit Libyen zusammenzuarbeiten? Libyen ist kein Staat, das ist ein zerfallener Staat mit Warlords, mit Terroristen. Sie haben noch 38 Sekunden. Und das sollen unsere Verbündeten sein? Das ist doch nicht Flüchtlings. Es geht darum, dass wir in der Tat in Afrika Zukunft. Für Libyen hat der UNO-Sicherheitsrat schnell und gut erste Entscheidungen getroffen. Das reicht noch nicht aus. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Regime Gaddafi muss beendet werden. Flüchtlingsaufnahme ist europäische Verantwortung. Jetzt muss ein Signal gesandt werden, dass wir hilfesuchende Menschen selbstverständlich bei uns aufnehmen. Und zwar nicht nur in Malta, nicht nur in Griechenland und Italien, sondern selbstverständlich auch in der Bundesrepublik Deutschland. Sie sind für eine Flugverbotszone, das heißt, Sie wären auch bereit, in den Krieg zu ziehen. Also ich glaube, diese Frage so gestellt ist meiner Meinung nach, entschuldigen Sie, falsch. Wir sind dafür, erstens, dass die Übergangsregierung anerkannt wird. Unter anderem brauchen sie Hilfe, sie brauchen nicht nur Lebensmittel, nicht nur humanitäre Hilfe, sie brauchen auch Waffen. Sie wollen, dass das Überfliegen der libyschen Flugzeuge aufhört. Aber um das durchzusetzen, bedeutet ein Flugverbot. Aber um das durchzusetzen, muss man ja militärisch handeln. Da muss man Flugabwehrstellungen bombardieren, da muss man eventuell gegen Kampfjets vorgehen. Das stimmt leider nicht. Frau Slomka, das sind alles Sachen, die man anders diskutieren kann. Wie denn? Es gab ein Flugverbot während des Bosnienkriegs am Ende 5 Jahre lang. Da wurde keine einzige Stellung bombardiert. Aber es wurden abgeschossen. Und es wurde übrigens natürlich auch ein deutsches Flugzeug damals abgeschossen. Ja, aber ich bitte Sie, im Moment werden die Menschen in Libyen abgeschossen.